Hören Sie auf, sich selbst zu bemitleiden. Hören Sie auf, anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Fangen Sie an, nach offenen Türen zu suchen. Halten Sie nach Gelegenheiten Ausschau. Werden Sie kreativ. Es spielt keine Rolle, wer Sie früher waren. Hören Sie auf, darüber zu reden, wer Sie waren. Und fangen Sie an, darüber zu reden, wer Sie sind. Ich habe festgestellt, dass die Israeliten mindestens 10, wahrscheinlich noch mehr, aber mindestens 10 falsche Haltungen hatten, die, wie ich glaube, dafür verantwortlich waren, dass sie so lange in der Wüste umherwanderten. Es waren nicht ihre Feinde, die sie dazu zwangen. Wir denken oft, wenn der Teufel und wenn und aber und wenn. Aber häufig sind wir selbst unser größtes Problem. Nicht unser Problem ist unser Problem. Unsere Einstellung gegenüber unserem Problem ist unser Problem. Unsere Haltung gegenüber unserem Problem ist unser Problem. Wenn wir ein Problem haben, denken wir häufig, das ist zu viel für mich, ich pack das alles nicht. Das ist eine falsche Einstellung, die uns gefangen halten kann, wenn ihr stattdessen denkt, ich kann tun, was immer ich tun muss, durch Christus, der mir Kraft gibt und ich werde nicht aufgeben. Habt ihr bereits gewonnen? Es geht nur darum, es dann auch zu leben. Die nächste falsche Haltung der Israeliten brachte sie in große Schwierigkeiten. Sie kann auch uns in Schwierigkeiten bringen und uns davon abhalten, im verheißenen Land zu leben. Sie lautet, das ist nicht meine Schuld. Das ist nicht meine Schuld. Das ist nicht meine Schuld, es ging mir nicht gut. Das ist nicht meine Schuld, es ist nicht meine Schuld, dass ich Schulden habe. Es ist nicht meine Schuld, dass meine Ehe zerbricht, es ist deine Schuld. Es ist nicht meine Schuld, dass in meinem Leben ein solches Chaos herrscht. Ich sag euch mal was, nur die Wahrheit macht euch frei. Es ist aber nicht die Wahrheit über jemand anders, die euch frei macht, sondern die Wahrheit über euch selbst. Heute wird es ein bisschen mehr zu beißen geben, also stellt euch drauf ein, okay? Wie befreiend wäre es, wenn ihr sagen könntet, ich fühle mich schlecht, weil ich meinen Körper nicht gut behandle. Ich schlafe nicht genug, ich ernähre mich nicht gesund, ich nehme mir zu wenig Zeit für Entspannung. Kein Wunder, dass ich mich schlecht fühle. Ich habe Schulden, weil ich zu viel Geld ausgebe. Jeder, der mehr Geld ausgibt, als er verdient, gerät in Schulden. Ich verhalte mich nicht klug, sondern lasse mich von meinen Gefühlen leiten. In meiner Ehe gibt es Schwierigkeiten, weil ich selbstsüchtig bin, weil man nur schwer mit mir auskommt, weil ich eine große Klappe habe. Nun kommt. Ich werde in etwa 30 Minuten aufbrechen und bis dahin muss dieses Baby geboren sein, okay? Jetzt wird es richtig schmerzhaft. Und das ohne jede Betäubung. Ja, ohne Betäubung. In meinem Leben herrscht das Chaos, weil ich Gott nicht gehorche. Ihr sagt, oh nein, das ist nicht richtig. Schwester Joyce, ich habe Probleme, weil ich missbraucht wurde. Ich habe Probleme, weil ich verlassen wurde. Ich habe Probleme, weil ich nicht dieselben Möglichkeiten hatte wie andere Menschen. Alle meine Freunde konnten auf eine höhere Schule gehen, nur ich nicht. Ich habe Probleme, weil. Wisst ihr was? Ja, es gibt Dinge, die uns widerfahren sind und mit denen wir uns befassen müssen. Vielleicht sind diese Dinge auch der Grund dafür, warum ihr seid, wie ihr seid. Aber sie sind keine Entschuldigung dafür, so zu bleiben. In dem Moment, wo ein Grund zu einer Entschuldigung wird, sind wir darin gefangen. Und der Teufel ist überglücklich. Nun, wir wissen, wie alles angefangen hat. Sollten wir uns 1. Mose Kapitel 3 mal ansehen? Lasst uns ganz am Anfang beginnen. Die Schuldzuweisungen begannen im Garten Eden. 1. Mose 3, die Verse 12 und 13. Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast.
Ihr wollt sicher nicht, dass ich euch das alles vorlese, dafür reicht die Zeit auch nicht. Es ist immer die Frau. Aber ich will zumindest sagen, es war nicht Evas Schuld, dass Adam den Apfel aß. Aber sie gab ihm doch den Apfel und führte ihn in Versuchung. Nun, er sollte der Mann im Garten Eden sein. Der Mann im Garten Eden. Und als sie ihm den Apfel anbot, hätte er sagen sollen, Frau, was ist dein Problem? Du weißt, was Gott zu uns gesagt hat. Aber er aß ihn und dann gab er ihr die Schuld für das Chaos in seinem Leben. Und Eva gab natürlich dem Teufel die Schuld. Da war diese Schlange und sie hat mich getäuscht und betrogen und überlistet. Sie hätten beide weiter nichts tun müssen, als dem zu gehorchen, was Gott ihnen gesagt hatte. Wir tun nicht, was Gott uns sagt, und dann versuchen wir, die Schuld auf andere zu schieben. Dieselbe Situation sehen wir bei Abraham und Sarah. Lasst uns das einmal aufschlagen. 1. Mose Kapitel 16, die Verse 1 bis 5. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Sarah hatte also eine glänzende Idee, wie sie das Problem lösen könnte. Ah, ich weiß, was wir machen. Und so brachte sie ihre Sklavin zu Abraham und sagte ihm, er solle mit ihr schlafen. Wer von euch Damen weiß, dass das nicht besonders klug war? Jede vernünftige Frau hätte gewusst, dass das zu Problemen führen muss. Nun, um fair zu sein, muss ich sagen, dass das zu jener Zeit durchaus hin und wieder passierte. Aber das hatte Gott ihnen nicht gesagt. Er sagte, ich werde euch einen eigenen leiblichen Sohn schenken. Aber sie wollten nicht was? W-A-R-T-E-N, warten. Sie wollten nicht warten und geduldig sein. Lasst uns noch ein paar Verse lesen, damit das klar wird. Vers 3. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Jetzt war sie eine Nebenfrau mit einer negativen Haltung. Da machte Sarai Abram einen Vorwurf. Und jetzt passt auf, hier wird es interessant. Plötzlich ist Abram für alles verantwortlich. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Das ist deine Schuld, Abraham. Immer diese Schuldzuweisung. Ich entschuldigte mein schlechtes Verhalten jahrelang damit, dass ich missbraucht worden war. Viele Jahre schob ich die Schuld immer auf andere. Es war nie meine Schuld, sondern immer die einer anderen Person. Ich war unglücklich, aber auch dafür trugen in meinen Augen alle anderen die Schuld. Ich drehte mich viele Jahre lang im Kreis. Dies ist nicht meine Schuld, dies oder jenes ist Schuld. Wenn ich mehr Geld hätte, wäre ich glücklich. Wenn ich ein größeres Haus hätte, wäre ich glücklich. Wenn mein Rücken nicht schmerzen würde, wäre ich glücklich. Aber ich war nie glücklich, ganz gleich, was ich hatte, weil ich ein Problem in mir trug. Ich hatte ein Problem und ich musste aufhören, allen anderen die Schuld dafür zu geben. Und vielleicht, nur vielleicht, hilft das heute jemandem hier im Saal oder vor dem Fernsehapparat. Jede Sünde kann vergeben werden. Aber erst dann, wenn ihr euch der Wahrheit stellt. Wahrheit und Gnade gehen Hand in Hand. Ohne Wahrheit gibt es auch keine Gnade. Das ist das Wesen der Umkehr. Umkehr bedeutet, dass wir uns der Wahrheit stellen.
Ihr müsst euch nicht verurteilt fühlen, ihr müsst euch nicht schuldig fühlen, aber ihr müsst euch den Tatsachen stellen und die Sache an Gott abgeben. Ganz gleich, wie hässlich die Wahrheit ist, seht ihr ins Gesicht, nennt sie beim Namen, gebt die Sache an Gott ab und lernt, die Wüste auf dem schnellsten Weg zu durchqueren, damit ihr das wunderbare Leben genießen könnt, für das Jesus gestorben ist. Ich bitte euch heute, hört auf, für alles, was in eurem Leben passiert, anderen die Schuld zu geben. Wir bleiben noch ein bisschen bei diesem Punkt, denn das müsst ihr erst einmal verdauen. Bitte hört auf, eure Umstände für eure negative Haltung verantwortlich zu machen. Als Christen müssen wir in der Lage sein, auch in schwierigen Lebensumständen eine gute Einstellung zu bewahren. Wir sollten stabile Menschen sein. Oh ja, wir denken so gern über Jesus nach. Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Nun, was glaubt ihr, wo er lebt? In euch und in mir. Und er lebt in uns, um uns zu befähigen, in die Welt hinauszugehen und uns so zu verhalten, wie er es getan hat. Wir sollten anderen ein Vorbild sein. Wir haben für alles eine Entschuldigung. Nichts ist unsere Schuld. Die Bibel sagt, Jesus war voller Gnade und Wahrheit. Da ist immer Gnade für uns. Gottes Güte ist immer für uns da. Und sie ist völlig kostenlos, aber erst, wenn wir uns der Wahrheit stellen. Jetzt muss ich zum nächsten Punkt kommen, sonst werde ich nie fertig. Ein weiteres falsches Denkmuster lautet, ich tue mir selbst leid, weil ich so viele Probleme habe. Selbstmitleid ist die nutzloseste Emotion, die es gibt. Ihr könnt regelrecht abhängig werden von Selbstmitleid. Jedes Mal, wenn ihr euren Willen nicht bekommt, besteht eure erste Reaktion darin, euch selbst leid zu tun. Es wird euch nicht gefallen, was ich jetzt sage, aber Selbstmitleid ist Götzendienst. Aber Schwester Joyce, ich würde doch keinen Götzen anbeten. Wenn wir voller Selbstmitleid sind, konzentrieren wir uns auf uns selbst. Wir machen uns zum Götzen und können nichts mehr denken als ich. That's all we think about. What you did to me. Wir denken nur noch darüber nach, was andere uns angetan haben, was sie nicht für uns tun, was uns widerfährt. Bitte, 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 bitte. Wenn etwas anders läuft, als ihr euch das vorgestellt habt und ihr spürt, wie Selbstmitleid euch vereinnahmt, dann sagt, nein, 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 nein. Ich kann nicht stark und gleichzeitig voller Selbstmitleid sein. Ich werde nicht den ganzen Tag damit verschwenden, mir selbst Leid zu tun. Gott wird sich um mich kümmern. Wenn ich auf Gott vertraue, wird er sich um mich kümmern. Nun, lasst mich noch eines sagen, um diesen Punkt, also nicht den gesamten Vortrag, sondern diesen Punkt abzuschließen. Viele von euch erleben einfach deshalb keine Veränderung, weil sie ihr Selbstmitleid nicht ablegen. Unser Selbstmitleid setzt die Hand Gottes nicht in Bewegung. Das tut nur der Glaube. Der Glaube ist die positive, hoffnungsvolle Erwartung, dass mir jeden Moment etwas Gutes geschehen kann. Stimmt's? Tut euch nicht selbst leid. Mir gefällt die Geschichte von Zachäus in Lukas 19. Wir haben jetzt nicht die Zeit, die Geschichte zu lesen, aber ich erzähle sie euch kurz. Jesus war auf dem Weg in die Stadt und eine große Menschenmenge erwartete ihn. Auch Zachäus wollte ihn sehen, aber er war sehr klein und konnte nicht über die Leute hinwegsehen. Und wisst ihr, auf die eine oder andere Weise sind wir alle benachteiligt. Aber die Geschichte von Zachäus beinhaltet mehr als die Tatsache, dass er nicht so groß war wie andere Menschen. Ich glaube, sie beinhaltet eine Botschaft für uns. Zachäus verfiel nicht in Selbstmitleid. Er sagte, nicht alle außer mir können Jesus sehen. Ich bin einfach zu klein. Es ist ein Nachteil, klein zu sein.
Ich verpasse alles Mögliche im Leben, nur weil ich so klein bin. Nein, die Bibel sagt, Zachäus lief an der Menge vorbei und kletterte auf einen Baum, damit er Jesus sehen konnte. Ich glaube, manche von euch sollten auch auf einen Baum klettern. Hört auf, anderen die Schuld für euer Scheitern zu geben und für die Dinge, die ihr nicht habt. Findet stattdessen einen Weg, eure Schwächen und eure sogenannte Unfähigkeit zu überwinden. Zachäus kletterte also auf einen Baum und als Jesus kam, konnte er ihn besser sehen als alle anderen. Das Erstaunliche ist, die Bibel sagt, als Jesus kam, blickte er nach oben und sah Zachäus auf dem Baum. Ihr fragt euch, was seine Aufmerksamkeit auf den Baum lenkte. Etwas in Zachäus entschlossenem Geist sprach den Geist Jesu an. Wenn ihr Entschlossenheit in eurem Geist habt statt Selbstmitleid, werdet auch ihr die Aufmerksamkeit Jesu auf euch ziehen. Wisst ihr, was er zu Zachäus sagte? Komm da herunter, ich will heute bei dir zu Abend essen. Oh! Jaha! Nun kommt! Lasst uns nicht vergessen, dass er auf einen Baum klettern musste. Aber ich kann nicht auf einen Baum klettern, das ist zu schwer für mich. Und was ist, wenn ich herunterfalle? Vielleicht sollte ich unser Requisitenteam bitten, hier einen Baum aufzustellen, damit ich in meinen Veranstaltungen hinaufklettern kann. Hört auf, euch selbst zu bemitleiden. Hört auf, anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Fangt stattdessen an, nach offenen Türen zu suchen. Haltet nach Gelegenheiten Ausschau. Werdet kreativ. Es spielt keine Rolle, wer ihr früher wart. Hört auf, darüber zu reden, wer ihr wart, und fangt an, darüber zu reden, wer ihr seid. Wisst ihr, ich wurde missbraucht, aber ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Vielleicht sagt jemand, ich war eine Prostituierte. Aber ihr könnt auch sagen, ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Redet nicht mehr darüber, was war. Fangt an, darüber zu reden, wer ihr in Christus seid. Puh. Ich werde selbst so glücklich, wenn ich lehre. Das nächste falsche Denkmuster lautet, ich habe zu viele Fehler gemacht, um gesegnet zu sein. Das ist eine Lüge aus der Hölle. Epheser 1. Hier finden wir alles, was wir brauchen. Epheser Kapitel 1. Die Verse 3 bis 5. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Er segnet uns nicht, weil wir es verdient haben, er segnet uns, weil wir in Christus sind. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Vers 5. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen, und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Gott segnet uns nicht, weil wir es verdient haben, denn keiner von uns hat es verdient. Er segnet uns, weil er nicht anders kann. Das ist sein Wesen. Wenn ihr anfangt, diese bedingungslose Liebe und Gnade Gottes anzunehmen, könnt ihr plötzlich in die Welt hinausgehen und die Menschen lieben. Nicht, weil sie es verdient haben, sondern weil ihr das Gefühl habt zu platzen, weil ihr niemanden segnet. Statt Wutanfälle zu bekommen, bekomme ich jetzt Segensanfälle. Das ist wirklich wahr. Wenn ich einen Tag habe, an dem ich einen Segensanfall bekomme, solltet ihr euch vor mir in Acht nehmen, denn dann werde ich euch segnen. Ich werde euch etwas schenken, ich werde etwas für euch tun, ich werde euch anspornen und ermutigen. Ich werde dafür sorgen, dass ihr euch, nachdem ihr mich getroffen habt, besser fühlt als vorher.
Ich kann einfach nicht anders. Ich muss andere segnen, aber ich musste erst lernen, den Segen Gottes anzunehmen. Ich sage ständig zu Gott, wenn du heute etwas für irgendjemand tun willst, hier bin ich. Ich bin wie ein geistliches Schweinchen. Ich nehme alles. Alles, was ihr tun müsst, ist wissen, wer ihr in Christus seid und bitten. Bittet! Gott kann unendlich viel mehr tun als wir. Yeah. Erhoffen, erbitten und uns vorstellen können. Wir dürfen mutig und aufrichtig vor den Gnadenthron treten. Ihr könnt in eurer Beziehung zu Gott mutig sein. Nicht respektlos, aber mutig. Und das nicht, weil ihr alles richtig macht, sondern weil ihr ihm die Ehre gebt, der es tut. Wer von euch weiß, dass er es nicht verdient hat, gesegnet zu werden? Nun, ich möchte, dass ihr anfangt, Gott den ganzen Tag über zu bitten, Gott, ich weiß, dass ich es nicht verdient habe, aber bitte segne mich. Ich erwarte, dass du mich segnest. Ich warte auf meinen Durchbruch. Ich erwarte, dass du mir überall, wo ich hingehe, Gunst schenkst. Ich erwarte, dass du Türen für mich öffnest. Ich erwarte den besten Job, die beste Bezahlung. Ich erwarte, dass ich im Restaurant den besten Tisch bekomme. Nicht, weil ich es verdiene, sondern weil ich einen großen und mächtigen Gott habe. Ich könnte noch hinzufügen, wenn ihr nicht darum bittet, werdet ihr es nicht bekommen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das nächste falsche Denkmuster lautet, ich will, was du hast, ich bin eifersüchtig. Auch unter den Israeliten gab es Eifersucht. Miriam und Aaron waren eifersüchtig auf Mose. Sie wollten seine Autorität und seine Position. Die Bibel sagt in Sprüche 14, Vers 30, dass Neid und Eifersucht die Knochen zerstören. Eifersucht, Neid. Hütet euch davor. Letzte Woche stellte ich fest, dass sich eifersüchtige Gedanken in meinen Kopf eingeschlichen hatten. Ich bin sehr froh, dass der Heilige Geist in meinem Leben wirkt und mich auf solche Dinge aufmerksam macht. So muss ich nicht herumsitzen und zulassen, dass der Teufel meinen Kopf mit Unsinn füllt. Immer, wenn der Teufel Eifersucht auf jemand anders in mir entstehen lässt, bete ich, dass diese Person gesegnet wird. Ich nehme das nicht hin, ich nehme das nicht hin. Geh hinter mich, Satan, ich will auf niemanden eifersüchtig sein. Ich weigere mich, ich lasse nicht zu, dass mir dieser Gedanke immer und immer wieder durch den Kopf geht und schließlich Wurzeln schlägt. Ich glaube, wir alle wollen uns von Denkmustern befreien, die uns abhalten, das beste Leben zu haben, das Gott für uns vorgesehen hat. Um das zu erreichen, müssen wir unsere Denkweise ändern. Wir sollten anfangen zu denken, wie Gott denkt. Wir können eine Veränderung erfahren, wenn wir daran glauben, dass uns jeden Tag etwas Gutes widerfahren wird. Glauben Sie an das Gute und hören Sie auf, das Schlechte anzunehmen. Gott hat einen guten Plan für Ihr Leben. Erneuern Sie Ihren Sinn mit dem Gedanken, Gott hat einen guten Plan für mich. Im Irak gibt es Rebellen, die Christen verfolgen und aus ihren Häusern, Dörfern und Geschäften vertreiben. Viele Familien haben mit ansehen müssen, wie ihre Kinder entführt und die Ehemänner vor ihren Augen ermordet wurden. Die irakischen Christen werden in ihrer Heimat ganz gezielt verfolgt.
Also sind viele Familien geflohen, die meisten von ihnen zu uns in den Libanon, weil es hier sehr viele Christen gibt und sie sich sicher fühlen. Als wir die Not dieser Irakis sahen, haben wir gespürt, dass Gott von uns möchte, dass wir uns um sie kümmern und ihnen mit viel Liebe und Anteilnahme beistehen. Hand of Hope war das erste christliche Hilfswerk, das sich an unsere Seite gestellt hat. Hand of Hope sagte, wir wollen die heilende Hand Jesu für die verwundete Welt im Libanon sein. Die Kinder dieser Familien kommen zu unseren Veranstaltungen und hören hier von Jesus. Ihre Eltern sind dann meist ganz erstaunt, wenn die Kinder zu Hause die Lieder singen, die sie gelernt haben, ganz aufgeregt von ihren Erlebnissen berichten und so fröhlich sind. Dann fragen sich die Eltern, wie kommt es, dass unsere Kinder endlich wieder lachen können? Denn im Irak mussten sie quasi rund um die Uhr zu Hause bleiben, durften nicht draußen spielen aus Angst vor Autobomben, Entführungen und dergleichen. Hier sind sie wieder fröhlich und darüber freuen wir uns riesig. Joyce Meyer macht all das möglich. Sie unterstützt unser Heart for Lebanon Irak-Projekt. Das Essen, das wir kaufen, die Reisen, die wir unternehmen, die Ausflüge, die Freizeiten, alles. Allein könnten wir das gar nicht schaffen, weil es eine sehr große Aufgabe ist und viel Geld kostet. Hand of Hope hilft den irakischen Flüchtlingen und wir selbst fühlen uns durch diese Unterstützung auch wertgeschätzt und geliebt. Besuchen Sie Joyce Meyer Deutschland auf Facebook. Klicken Sie Gefällt mir und Sie bekommen regelmäßig ein Video von Joyce exklusiv auf Ihre persönliche Facebook-Seite. Mit kurzen, ermutigenden Impulsen, die Kraft geben für den Alltag. Das und noch mehr bei Joyce Meyer Deutschland auf Facebook.